erste Runde, Round 1. So, wir fangen an die erste Runde. Diego Brandt vom FKS Ludwigsburg in der blauen Ecke gegen Arthur Schell vom Fight Corner. Beide 20 Kämpfe, beide gleiche Bilanz, 16 Siege und 4 Niederlagen. Schöne Schläge hier direkt von Arthur Schell. Beide gehen es eher ruhiger an, nicht so viel Action wie im letzten Titelkampf. Schön mit Gran, oh, schöne Technik, links, rechts, Leber und dann der Low-Kick. Diego Brandt will es ebenfalls versuchen. Diego Brandt hier mit der Gladiatorenhose. Und ja, die heißen wirklich so. Schöne Kombination hier von Arthur Schell. Mit immens viel Kraft, dafür, dass es minus 56 Kilogramm sind. Diego Brandt will sich vorarbeiten. Diego Brandt will die Ringmitte verteidigen. Will sie für sich beanspruchen. Arthur Schell überlegt, wie er da jetzt drauf eingeht. Was kann er darauf antworten? Mit ganz vielen Schlägen. Klappt es vielleicht, aber David Diego Brandt bleibt weiter in der Mitte. Sehr stark. Wunderschöner Schlagabtausch von beiden. Backkick. Second Zone Betreuer wieder aus dem Ring. Und Ringfall zur zweiten Runde. So, Start der zweiten Runde zwischen Diego Brandt und Arthur Schell. Brandt in der blauen Ecke, Schell in der roten. Aber gehen es deutlich ruhiger an. Schöner Superman-Punch von Brandt. Auch mit dem High-Kick. Eine linke Gerade. Brandt verteidigt hier die Ringmitte sehr gut und bei einem Kampf, wo es nicht so viele Aktionen gibt wie hier, wo es eher mehr rumstehen ist und ab und zu mal ein paar Aktionen, das sind es wichtige Punkte, die Ringmitte zu verteidigen. Schöne rechte Gerade von Brandt. Schell muss mehr ran. Ist an der Außenseite. Ja, genau. Schell ist an der Außenseite, muss ran, muss Punkte sammeln. Oder die Ringmitte für sich erobern. Er weiß, was seine Aufgabe ist. Jetzt wird er mich hören.
weiter mit guten Schlägen. Mit dem Knie hier versucht. Schöner Inside Low Kick. Den hat er gespürt. Letzte 10 Sekunden von der zweiten Runde. Schöner Abfall. Versuch zum Leberhaken, dreimal insgesamt. Aus dem Ring. Ringfrei zur dritten Runde. Und wir gehen direkt wieder in die nächste Runde. Direkt mit viel Action. Shell will hier austeilen. Rand kommt mit dem Low-Kick nicht hinterher. Ist mittlerweile die dritte von 5 Runden. Schöne Angriffe von Shell. Schöne rechte Gerade. Die hat gesessen. Backfist hat er da versucht, Brand. Schöne Low-Kick und direktes Bein geschnappt und der Beinfilter von Brand. Schläge direkt aufs Gesicht, genauso wie der Kick, aber er wurde gedeckt von Shell. Beide überlegen, wie greife ich als nächstes an. Sind beide starke Kämpfer. Beide können kontern, wenn sie wollen. Schneller Kick hier von Brandt versucht. Schöner Angriff von beiden. Die rechten Geraden von Shell haben gesessen auf jeden Fall. Da muss erstmal der Kopfschutz gerichtet werden. Ja, Shell ist sehr defensiv, eher zurückhaltend eigentlich. Nimm alles zurück. Aber sonst immer gute Aktion zum Ende hin von Brandt. Seconds off, Betreuer bitte aus dem Ring. Ringfrei zur vierten Runde. Die vierte Runde beginnt. Beide direkt wieder mit gutem Schlagabtausch.
Bis jetzt ist das Kampfgeschehen hier wirklich sehr ausgeglichen. Es wird schwer, sich zu entscheiden. Schöner linker Haken von Brandt, nachdem er das Bein gefangen hatte. Er blockt hier extra seinen Körper ab, damit Brandt nicht mit dem Knie reinkommt. Gut gemacht, gut ausgewichen. Brandt wieder in der Ringmitte. Er weiß ganz genau, wie er das zu verteidigen hat. Der linke Haken hier von Chell. Also schöne Techniken immer mit dem Low Kick als Abschluss. Schöne rechte Gerade, die hat auf jeden Fall gesessen. Schwierig zu sagen, Brandt natürlich, verteidigt natürlich hier die Ringmitte, aber Chell greift immer gut an. Zu sehen gewesen. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Ring. Und der Ring frei zur fünften und letzten Runde. Und die fünfte Runde beginnt, die fünfte und letzte Runde zwischen Diego Brandt und Arthur Chell. Beide immer noch mit viel Energie unterwegs. Natürlich am Schnaufen, aber das ist nach fünf Runden normal. Aber beide haben noch eine Menge Kraft übrig. Und eine Menge an Schlägen, die sie noch nicht aufgebraucht haben. Weiter geht's. Geblockt und dann mit der rechten Gerade rein. Ein starker Abtausch. Chell ist aktuell sehr stark unterwegs. Sehr viele Schläge. Brandt eher defensiv unterwegs. Aber ich habe jetzt schon oft genug die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es sage, dass es sich dann ändert. Starker Abtausch von beiden, aber Brandt wieder in der Ringmitte. Chell kämpft sich auch rein. Versucht es hier mit einem guten Kicker, aber bricht es dann wieder ab.
Kick und dann das Knie in den Bauch. Und erneut nochmal mit dem Knie versucht. Die Knie sind effektiv, die Richtung gerade, aber auch unfassbar effektiv. Shell weiß, wo er sich decken muss. Und der Kick war sehr effektiv. Komplett in den Körper rein. Oh, das war ein Ellenbogen. Das war ein Ellenbogen, das habe ich gesehen. Brandt hier. Viel Angriffe zum Ende der letzten Runde. Wir sehen es hier nochmal. Shell probiert es hier mit dem Low Kick. Brandt konnte direkt zurück, ist dann natürlich kurz weggerutscht. Aber hier ist Back Kick, High Kick. Und dann direkt das Knie rein. Das hat getroffen. Und ich glaube, das hat Shell auch gemerkt. Wer kriegt den Gürtel? Es bleibt weiterhin spannend. Es war unglaublich ausgeglichen. Und ich denke, beide dieser Gyms würden sich über einen weiteren Titel in ihrer Sammlung freuen. Aber wer wird es? Das ist die große Frage. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn der Moderator den Sieger nennt. Es bleibt spannend. Beide haben stark gekämpft. Beide unglaublich viel eingesteckt, unglaublich viel ausgeteilt. Die sind wortwörtlich dafür geboren. Gehören noch zu den Junioren und kämpfen schon um den deutschen Meister. Das braucht Mut. Natürlich nach 5 Runden beide aus der Puste und wir hören uns jetzt das Ergebnis an. Schauen wir nach 5 Runden auf die Wertung der Punktrichter. Punktrichter 1 wertet den Kampf 48 zu 47. Auch Punktrichter 2 Wettenkampf 48 zu 47 und Punktrichter 3 Wettenkampf 49 zu 47 für den neuen deutschen Meister der Junioren-Nachwärtsversion WFMC aus der